Asylbewerber sollen leichter ab. Die Bundeswehr soll sich auf Einsätze im Inland vorbereiten. In ihrer Pressekonferenz verteidigte Merkel auch einmal ihre Flüchtlingspolitik. Es sei richtig, politischen Flüchtlingen und Kriegsflüchtlingen Schutz zu bieten, sagt sie. Und das Wetter bewirkt dazu aktuell 21 Grad in der Innenstadt. Wissen, was für Duisburg wichtig ist. Vor 2,5 Jahren hatte die Duisburger Polizei Leichenteile aus dem Rhein geholt. Heute Morgen hat das Sondereinsatzkommando. Einsatzkräfte haben auch seine Wohnung durchsucht und unter anderem sichergestellt. Das wird Am Vormittag hat es in der Rhein-Ruhr-Halle in Hamborn gebrannt. Die Feuerwehr ist gegen 14:45 vor Ort gewesen und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache. Nach dem Abstieg eröffnet der MSV Duisburg morgen die Saison. SC Paderborn. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Adi Duisburg berichtet live vom Spiel.